Na, Pöpi. Wie war dein Tag? Konntet ihr heute endlich ausschlafen? Musst mir auf Arbeit? Katamäusi? Katamäusi möchte auf den Schoß. So signalisiert er, dass er gerne auf den Schoß möchte. Indem er sich vor dich setzt. Und nicht anstarrt. So, jetzt grübelt das Tier noch. Ja. Er grübelt noch. Ja. Es wird vorsichtig vorgetastet. Ja, nicht streicheln, das ist gefährlich. Er muss sich jetzt erstmal orientieren. Ja, es noch mal gucken, noch mal kontrollieren alles, ob das dem Herrn jetzt so angenehm ist. Tobi, du bist ja nicht so kompliziert, ne? Ja, jetzt grübelt er noch ein bisschen. Am besten jetzt noch dreimal um die eigene Achse drehen. Oder wird sie schon beim ersten Versuch hingesetzt? Ja. Einmal. Nee, eine Runde geht noch. Ja. Katamäusi, diese Position hattest du eben schon. Ja. Noch mal drehen. So, er ist der Meinung, dass es jetzt besser ist, weil er sich noch mal gedreht hat. Bübi. So einen Zirkus machst du nicht. Er denkt noch mal drüber nach. Also muss ich noch mal gedreht werden. Noch eine Pirouette. Katamäusi, jetzt kann er sich legen. So, und was macht das Hasekind? Hasekind, wie läuft's? Wie war dein Tag? Es ist dunkel, aber ich will auch kein Licht anmachen, dann blendet er. So, komm her in deiner ganzen Schönheit, die ich hier noch im dunklen Zimmer einfangen kann. Du machst nicht so ein Ritual, ne? Du haust dich hin und dann liegst du.